Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Nicht mehr lange, dann heißt es auch für uns endlich Minsk und Bo allseits bereit. How much farther can I go? How much farther can I go? Dafür muss Minsk aber erstmal seinen Bo holen, seinen Weltraumhamster. Minsk ist ein Mysterium für mich. Ich kenne ihn zwar eigentlich ganz gut, aber ich kenne ihn nicht. Das ist halt echt erstaunlich. Wie, nicht erreichbar. Oh, jemand hat die Leiter kaputt gemacht. Das war wohl ich. Minsk ist, so wie das der Imperator schon richtig gesagt hat, Chaos im Kopf. Also richtig Chaos. Da ist alles durcheinander bei ihm. Und in dem einen Brief von den absoluten sagte sie, da herrscht Gene der Leere. Was davon wahr ist und was nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe mich schon oft gefragt, ob sein Hamster Boo mehr ist als einfach nur ein Hamster. Ob das nicht irgendwie... Oh, tja. Was könnte das sein? Vielleicht ein Medium? Ähnlich wie bei Warlocks und bei Hexen. Damals gab es ja noch Hexen. Ein Medium, das ihm hilft. Boah, nein, du sollst dir das angucken. Nicht immer alles aufheben. Na gut. Minsk, hier ist noch eine Wand. Would you be so kindly? Minsk? Dass der auch weiß, wo Boo ist, ne? Der weiß genau, wo er suchen muss. My friend, from our brief sharing of skulls, I know you have faced many strange beings. But none like this. Whatever happens, show no fear and stay your hand. Trust in Minsk. Er redet von seinem Hamster. Minsk finds that the less thinking he does, the easier the trusting comes. Ja, macht Sinn. Wait! You gaze into Minsk's soul and see his foul crimes. You smell the stench of evil upon him, pointy claws primed, ready to scratch out his eyes. I am sorry, my friend. I am at the mercy of your faultless justice. Now, if you must burrow through my blackened heart, I am ready. No? You are certain? Oh, such boundless compassion. You are all heart and whiskers and cute little nose. You are right, of course. There is still much evil for Boo and Minsk to stamp out. But we need not fight it alone. I have a new face to show you. But it is not a villainous one for the clawing, understand? You, this is Boo. And Boo, meet you? Was ist das, eine Ratte? Das ist mir eine Ehre. Ich weiß wirklich nicht. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das nur ein normaler Hamster ist. Aber es wäre auch zum Brüllen komisch, wenn das wirklich nur ein ganz normaler Hamster ist und Minsk einfach nur eine Persönlichkeitsstörung hat. Ich nehme mal die drei.
Of course. How else was I to break through these walls? Those villains locked Boo away, lest his righteous gaze cause their tadpole to flee in terror. Now we are together again. All will be exactly as... Boo, why do you use such language? Once more, my hamster proves himself my greater half, and makes the path clear when my mind is fuzzier than his tiny bottom. He says we will join with you, and cleanse Baldur's Gate of evil. Together! Ich will noch mal ganz kurz laden. Also noch einmal, Boo hätte schon vor Jahren gestorben sein müssen, auch wenn er mit versteinert war. Die haben eine extrem kurze Lebensspanne. Minsk hatte Boo ja schon im ersten Teil und auch schon vor dem ersten Teil. Minsk ist ja aus Rashomon und aus Rashomon. Ja, die müssen eine Probe bestehen, die sie zu Männern macht, zu Erwachsenen. Und das beinhaltete bei Minsk, dass er seine Hexe beschützen muss auf ihrer Reise, die auch auf einer heiligen Reise war, aus Rashomon. Und je nachdem, wie er den ersten Teil spielt, kann das gut laufen oder nicht. Aber ich glaube, canonically ist seine Hexe tot im zweiten Teil. Das hängt damit zusammen, wie der zweite Teil anfängt. Minsk kann sich dann aber, je nachdem, was für Companions ihr habt, aus euren Companions eine neue Hexe suchen. And Boo, meet you. Und das hat dann auch spieltechnisch, also spielmechanisch Einflüsse, wenn zum Beispiel die Hexe, in meinem Fall war das immer Eri, wenn die zum Beispiel stirbt oder viel Schaden kriegt, dann kriegt Minsk einen freien Rage und dann verfällt er in Kampfrausch. Kampfrausch im zweiten Teil, also in der zweiten Edition von Dungeons & Dragons, wo Baldur's Gate 1 und 2 ja drauf basiert sind, auf der zweiten Edition, extrem stark mit extremen Nachteilen. Minsk hat nicht selten meine ganze Gruppe gekillt, nachdem er den Drachen umgebracht hat, weil die in Rage nicht unterscheiden können zwischen Freund und Feind. Person festhalten ist ein mächtiger Zauber in dem Fall gewesen, aber der griff ja auch nicht immer. No, it is a hamster. A miniature giant space hamster. Fear not, you will learn the difference in time. Those villains locked Boo away, lest his righteous gaze cause their tadpole to flee in terror. Now we are together again. All will be exactly as... Boo! What? He says we will join with you and cleanse Baldur's Gate of evil. Together! Es wäre mir eine Ehre. You have a great many companions already. There is no room for little Boo or slightly larger Minsk. Warum wartet ihr stattdessen nicht im Lager? Boo and I are most adept in the doing of things, but as you wish. To camp then! For his heroics here today, Boo has earned the most vigorous of back scratchings. Und das ist auch krass, Minsk geht in Kampfrausch, fuchtelt mit zwei Waffen rum und Boo fällt einfach nicht von seiner Schulter ab, ne? Also, irgendwie ist das wie komisch, also wirklich komisch, ganz merkwürdig. Lass mich raten, Karl, ach, du kriegst das wieder nicht geschissen, diese Wand kaputt zu machen. Here we go. A worn but still capable Warhammer, sized for a halfling. Hä? Dinner? Wovon reden die hier? Das verstehe ich alles nicht. Eine gepanzerte Faust. Ein paar Flügel. Eine Holzmaske. Was ist das hier? A mailed fist in the Firecam armor style.
das hier? Was muss man hier machen? Jahira, du gehst da mal alleine hin, bitte. At your command. Magic Missiles wäre jetzt genau das Richtige. Ich kann da nicht rein mit der Kamera. Egal was ich anstelle. Also hier wartet ein größeres Rätsel auf uns vielleicht. Flügel, gepanzerte Faust, Rübe. I'll give it a shot. Kriegshammer. Kann keine Fragezeichen schreiben. So, damit hätten wir den befreit. Hier geht's nach Baal. Und hier ist alles Fragezeichen. Aber wir gehen jetzt ins Lager zurück, machen da eine lange Rast. Ich bin gespannt, was unser hier, mein Sidechick Misora zu erzählen hat. Für den Stunt, den sie da abgezogen hatte eben. In der Unterwasserruine. Karlach bleibt dann mal eben noch hier und ich gehe mit Minsk los. Eventuell muss ich ihn aber umskillen. Oder wir reden kurz jetzt mit ihr. Ich weiß nicht, ob sie schon drauf eingeht. I have something to ask. Krasse. I bet you're pleased with yourself. Saving Ravengard and making a fool out of me in a single swoop. Go on, do your gloating. You've earned it. Damn right I did. My father is safe and my chains are broken. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt provozieren. Wo ist denn die vierte Option für Sexy Time? Ich glaube auch, dass das eine Liste ist. Warum hat sie sich da eingemischt? Ihr Text, das ergab alles keinen Sinn. Indeed. A bargain's a bargain. And the man who skirts a sworn pact is living on borrowed time. For now, you've tipped the scales in your favor. But all it takes is a whisper for me to tip them back. Was meinst du denn jetzt damit? Why look for hidden meaning when the words are laid so bare? Besides, now is a time of celebration. I am sure you and Duke Ravengard have plenty to talk about. Ich glaube. Yes, let's. Ist Ravengard eventuell jetzt im Vertrag mit Misora oder sowas? Wir kennen diese ganzen Dialoge da oben schon. Wir haben sie ja schon einmal ausprobiert. Aber Nummer 3 nicht. The nine hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus. My mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it, the delicious agony of it all. The other eight, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Ich hack das mal kurz durch. Just because he's not my... They have no one crosses the hells... Savor, my mistress can be so...
capricious, correct? If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel. But those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod, but a brave, kind, benevolent soul. Warum machen sie die so schwach, die Mesora? Ich meine, klar, sie ist auf dieser Ebene unsterblich. Wenn du sie umbringst, taucht sie einfach wieder in Avernus auf. Aber du kannst sie halt auch nicht ernst nehmen, Mann. Was ist das? 75 HP, Stufe 12. Ja, okay, sie ist ein fähiger Zauberer, aber... Junge, ich schicke Karlach einmal vor und du bist mehr als halb tot. Und dann sind da noch drei andere Companions. Also, weiß ich auch nicht. Die müssten der eigentlich echt mal irgendwie... Ich habe keine Ahnung, was... Irgendetwas... die Stufe mit Fragezeichen und die HP mit Fragezeichen versehen. Das wäre eigentlich das Schlauste. So, wir speichern und dann leiten wir die Nacht ein. Ja. Oh, Papa! Jahira! Ah, nee, Jahira. Bu is trying his best to explain, but I still do not understand your anger. Do not hide behind your hamster, Ranger! You do not understand, because you do not listen! We were the first to discover the cult. And if you had only waited, we might have marshaled our numbers and... Good does not wait for evil to button up its breeches. When it offers buttocks for the smacking, Minsk and Bo greet cheek with hand. Ja, so ist Minsk. Das kann natürlich sein, dass der Imperator ihn nicht dabei haben wollte, weil Minsk sich einfach nach vorne stürzt bei sowas. Das ist ein... Mechanisch ist das ein chaotisch guter, das heißt... chaotisch gute klingen immer sehr romantisch. Aber das bedeutet halt auch, dass die ja dann einfach angreifen, ne? Also wenn die dann jemand Bösen sehen oder jemanden zur Strecke gebracht haben, dann würden sie den auch einfach hinrichten und ihn nicht vor irgendwie einen Richterhof schleppen oder so, sondern einfach gleich Kopf ab, fertig. Ein Böser weniger auf der Welt. Der nächste bitte. This mess falls on our heads, Minsk. The city under siege, its people poisoned by the cult. It all might have been avoided if you had just put your feelings aside and listened. Oder der Weg hätte hier geendet, anstatt euch zu Kefrick zu führen. Zum Prisma, zu mir. Aber warum ist das ein Motiv erkennen? Das verstehe ich nicht. Ich speichere lieber mal. Was gibt's da? Zu erkennen? Ich verstehe das nicht. I have seen too much to believe destiny has taken our side. Blind luck, perhaps. The point remains. You meant well, Minsk. But you exposed the city to harm. You helped the cult spread. And worse, perhaps, than any of this. You forced me to leave you behind. But... this is where Minsk falls short of the understanding, Jahira. What else is a berserker for, if not to charge into danger ahead of his Wiklaren? Wiklaren? Minsk, I am not your witch. Yeah. You are not my bodyguard. This is not some high lodge of your homeland. Bu agrees. You're a queer kind of witch. But this city is a queer place. And Minsk, you may have noticed, is sometimes strange himself. Titles matter not. Only this. When Minsk does as Minsk does and charges in to make a mess, Jahira does as Jahira does, and finds a way to save us all anyway. Das ist ja schon fast süß. Oh, I fight alongside fools. You hear that, Bu? We fight alongside the Wiklaren again. I am your friend, Ranger. I am not your witch.
There will be no ointments or healing balms. Not even for Boo? Das ist jetzt aber blöd. Ich wollte eigentlich die Szene haben mit Vinyl und Misora. Good. I was just starting to miss the sound of your voice. Ich möchte. Huch, jetzt steht der Kollege da hinten. Was uns widerfahren ist. Fine. What's on your mind? Oh, ich habe ja richtig viele Optionen. Wie bewähre ich mich? No notes. You've exceeded my every expectation. Ah, er macht Sport dahin. Even if I could have made it this far without you, I don't think I'd have wanted to. Über die Beziehung sprechen? Of course. Oh, wie fühlst du dich? Nervous, perhaps. When we entered Worms Crossing, it felt like it might be the beginning of the end. Whatever happens, I'm glad it's with you next to me. Okay. Bye. So, Knackfisch. Kackfisch. Es gibt doch keine Szene mit ihm. Das ist jetzt aber überraschend. Er hat immer noch seine Bardic Inspiration. First you cleave my heart in twain, now you shatter it to pieces. My son, a monster. Twisted beyond recognition. To think my blood flows through those veins. Is this my fate? To be freed from Gortash's hell, only to be trapped in yours? It isn't what you think. It never was. You turned your back on me, on your city. To chase the she-devil and her power. She stinks up the place even now. It is exactly what I think. Na, der Typ hat aber echt eine Schraube locker. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber wenn ich keine Erinnerungen oder ähnliches verliere, mache ich mal die 4. Ravengard's tadpole clenches as your memories and wills flow into him. My tears rolls. I'm in your mind. The Grand Duke sees Misora and her infernal sisters. He sees the agony in Will's face as an impossible choice is set before him. No. My son. The past becomes present, and Will's thoughts are laid bare. Ravengard sees Will partnering with Misora to defeat Tiamat's cultists before they could lay siege to Baldur's Gate, and he sees everything beyond. The Nautiloid journey, the perilous path to Moonrise, the astral prism, and the Emperor within. Will. Everything I did for Baldur's Gate. I did for you. Ich schweig mal. Warte mal, es ist Zeit, dass ihr euch versöhnt. Wir müssen eine Stadt retten. Nee, ich schweig mal kurz. My son. You sold your soul to save Baldur's Gate. And I cast you out for it. You gave yourself to the hell's eternal fires so I might walk free. By the gods. Can you ever forgive me? There's nothing to forgive. You wanted to protect the city. I only ever wanted the same. You are a better man than most. And a better son than I deserve. I'll yet make amends, but... My duty is first and foremost to the city and its people. Ach ja, wir haben noch die Kohle. There's something I must ask of you. Unterhalten uns später. Nein, jetzt fahr mal fort, Fiesta hier. Before I was captured, I was on a mission. Returning from Alterel,
I discovered the plans of the Absolutists. I immediately realized the city couldn't defend itself against such an army. I didn't despair, because the city has a secret guardian, a worm that sleeps beneath. He can be called upon in times of great need. This is such a time. You've been trained in the ways of the great champions and proven to be one of them. The worm will answer your call. You must seek him out. Welche Farbe denn hat der Drache? Welche Lektion meint ihr überhaupt? Courage, insight, strategy, justice. I remember them well. You made me recite them every morning. So you do. And I thought you'd abandoned them. More fool me. The worm goes by many names. Answerer. The waiting storm. The heart of the gate. He promised Balduin he'd protect the city if ever its existence was threatened. But just the once. Since then, the city has faced countless threats, but we always overcame. There was never a need to call on the worm. Until now, the Absolute is the greatest threat Baldur's Gate ever faced. The worm must be awakened, and the task falls to you. Take this. The legend of Ansur. An ancient epic, ill-remembered, dismissed as a mere tale. Let it set the path before you. Ich würde auch sagen, lasst den Drachen in Ruhe, wir kümmern uns. A great warrior knows when to contain the storm and when to release it. Today you've earned my trust. I know you will do right by me when the time comes. May the city know the truth of my only son. Pride of Ravengard. Pride of Baldur's Gate. 2 neue Einträge gleich. Hat hier keiner was von euch zu sagen zu der Scheiße hier? Baldur's Tor, Balduranischer Hafen. O Balduran, verehrter Gründer. Sein Wächterdrache Ansur von unschätzbarem Wert, ein Retter in der Tiefe, unsere ewiger Freund. Nach Würmweg in die tiefste Erde, dass er nicht gefunden wäre. Eingang zum Würmfelsgefängnis. Zuckt im Heldenherz hell auf Mut, entfacht ein Fackel in Blut, in deren Augen werden wir dann wach. Etwas über Funken und Fackeln. Blitzfertigkeit einsetzen. Die Prüfungen sind nichts für gewöhnlich Leute. Bis heute hat es noch ein jeder bereut. Doch ein großer Held sieht der Gründen es vor, würde Zeichen durchschreiten das Tor. Of a true hero's spark. Wir haben schon 10.300 EP. Aren't you a sight for sore eyes? Okay, ja, dann passiert heute Nacht wohl nichts mehr, wa? Ich verstehe noch immer nicht, warum Besora sich da eingemischt hat. Ich habe irgendwas verpasst. Echt komisch. Warum benutzt du das Kissen nicht, das da liegt?
Sora will irgendwas. Shadowheart scheinbar auch. Was geht? Good. Hm. I was just starting to miss the sound of your voice. Da speichert mal lieber, bevor man mit der spricht. What brings you by? Hä? Jetzt will er reden? Oder war das sein? Nee. Hm. We'll finish what my father couldn't. We'll awaken Ansur, the heart of the gate. O Baldurin, founder due veneration. His guardian dragon Ansur, tremendous in worth. A savior below, our eternal elation. It's not just a tale, it's a history. Consider this. To Wyrmwë 'neath prison's deepest level. That must mean Wyrm's rock prison. That's where we'll find the entrance to this Wyrmwë. Then this. With the shock of a true hero's spark flickers, the torches alight, and Wyrm's eyes shall awake a glitter. To open the way, we'll need to spark torches. This dragon Ansur was Baldurin's ally. We'd be fools to let him sleep while the dead three's chosen raised the city. Zwei. Es sind nur noch Zweifel. Lern Mathe. It's complicated. There's the joy of reconciliation, the relief of forgiveness, and the anxiety of new expectation. It's a flurry of emotion. I'm not sure how to make sense of it. Ja, nehmen wir das. Konzentriert euch auf die Freude, der Familienband erneuert und eine tiefe Verbundenheit wiederbelebt. Joy. To my father, I was only ever a boy. Incredible that he can see the man I became. Once all this is ended, once we've crushed the brain and freed the people, I could once more call Baldur's Gate home. Whether I return there, well, only time will tell. Wie findet ihr das Outfit? Habe ich ihm gekauft. So, Jahera, du bleibst jetzt hier. Ready and waiting. Well, certainly waiting. Just what I need. Auch wenn sie super geil aussieht in ihrer geilen Rüstung mit diesen beiden Schwertern. Junge, Junge, ey. I think you might have made a terrible, terrible mistake. Huh? Chasing rumor halfway around the city and back. Crossing the guild. Wading through filth. Defying the one creature upon whom your very life depends. All for a madman and his rodent. The Absolute threatens thousands, the entire coast. And still you risked much to help one man. I should berate you. But I can only say thank you. Your reasons were your own. But whether you meant for it or not, your fight is our fight, huh? Both of us, to the very end. Misty eyes are just age. Yes, I feel myself growing older as we stand here. So, lead the way. We're yours to command. Genau, deswegen bleibst du hier. Ja. Geil! Geil! Geil, du musst wieder mitkommen. Ich halte ja hier nicht aus. Go ahead. I'm listening. Komm. With pleasure. Yeah, with pleasure. What?
Yes. Warum hast du noch deine Unterhosen an? Gell, das ist die keine Hutfraktion, Alter. Alter. Juhu, ein Zauberslot. Und wir lernen Zauber dazu. Was nehmen wir denn heute? Disintegrate. Sonnenstrahl. Oder Eiswand. Frostzehre. Und Tote erschaffen. Todeskreis. Arcanes Tor. Also Disintegrate ist einfach nur krank. Hm. 100 Züge, Alter. Fleisch zu Stein. Ottos unwiderstehlicher Tanz. Lass deine Kreatur einen Tanz aufführen, bei dem sie weder Aktion ausführen noch sich bewegen kann. Angriffswürfe gegen sie sind im Nachteil. Wäre das nicht witzig, wenn wir das auf einen der drei Auserwählten knallen könnten? Ich glaube, ich würde mich köstlich amüsieren. So, Gail, du hast ja schon ganz gute Con. Was hältst du von Glück? Oder C? Ich muss mal drüber nachdenken. Glück oder C? Hm. C-Leute brauchen kein Glück. Leute, die Glück haben, müssen nicht C sein. Lass mich das noch einmal lesen, weil ich habe schon Bock, so einen Boss mal zum Tanzen zu bringen. Die du nutzen kannst. Bei einem Angriffs-, Attributs- oder Rettungswurf im Vorteil zu sein. Bei einem Angriffswurf, das wäre ja, glaube ich, der Zauber. Erhöht auch natürlich die Survivability. So, dann lassen wir kurz Karlach hier und nehmen mal Minsk mit. Karlach ist direkt hier. What's on your mind? Warum ist das hier im Englischen? Warum ist das noch nicht weg? Guy named Gortash, politician, inventor. One of these wheeler dealer types. He seems to have a finger in every pie. Hä? I guess I would. Sometimes I'm jealous of that. We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. But she favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. Ich kann verstehen, warum wir kommen wollen. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Really? Oh. Ich werde sie jetzt schon vermissen. Ich mag Karlach so gern. Minsk und Bu, allseits bereit. Warum gehst du denn jetzt? Oh, ich bin im Balladen. Fine lodgings you have found, my friend. Wu is already in negotiations with the guardian spirits of this place. In Baldur's Gate, they are likely to be rat-formed and eager to charge rent. But Bu shall secure safe slumber for all. Now, what do you need of Minsk? Erinnert ihr euch, warum ihr euch mit den Centaurin getroffen habt? So dark an alliance sealed with Sentish contracts, cultish vows, and a dragon's shining horde. You think Minsk could forget? You are correct. Yeah. I have no idea what any of that was about.
But we shall simply... Ooh, why do you gnaw at my soft parts? I am trying to... Once again, in smaller words? I see. This truth you seek. Boo believes that Minsk is knowing more than Minsk knows. But it is a difficult thing. There are memories of this time that Minsk does not remember. And Boo suggests that, just as he helps with tricksome itches in awkward places, you must reach what Minsk cannot. The parasite. You can use it to tickle free whatever truth you seek. Ich speichere das, weil ich das nicht übernehmen will. Aber wir machen das jetzt mal aus Neugier. At first there is nothing. His mind is empty as a still expanse of open country. But then... Your face, the Stone Lord's face, mirrored in bloodied steel. In the heat of burning buildings, you hold your blade high above pale, frightened faces. No. That is not right. I slew only monsters. The voice said that they were monsters. A whisper. The Absolute's voice, twisting the petty guild thieves before you into snarling, savage beasts, feeding on the weak of your city. The guild. The Stone Lord hunted them, peeled away their rotten ranks one by one to lay bare their corrupt heart. Nine fingers keen. That is what the Absolute bought Black Zentis Steel to do. To kill the Guildmaster. Ja, wir sollten zur Guildenhalle gehen, bevor der Kampf vorbei ist. Until Minsk arrives, the battle has not even begun. Whatever strangeness you believe you saw, there is only one simple truth in Minsk's mind. The cult is evil. The guild is evil. And Minsk fights evil. If you cannot believe his words, then watch his doings. We will foil the Zentish plot, and then we will show Nine Fingers the five fingers of Minsk. Yes? Das ist genau das, was ich tatsächlich vor wenigen Minuten erklärt habe mit Minsk. Ihn zu kontrollieren ist unfassbar schwierig, aber in Teil 1 und 2 musste man das nicht so exzessiv. Da ist man einfach mitgeschwommen. Habt ihr vergessen, was Jahira gesagt hat? Minsk has forgotten nothing. Once we are done with the undoing of his deeds, then we will speak of this Stone Lord. So, komm erst mal mit. Make sure you are refreshed before we set out again, friend. The road to justice is paved with kicked buttocks. Mm-hmm. Oh? The mind of Minsk is a simple place. Of what strangeness do you speak? The memories resurface. A lifetime of battles blurring into one. A single constant is Minsk, launching into the fray no matter the foe, be they god, monster, or man. It seems just the barest glimpse of what the man before you has seen and done. But enough to know that he has no right to still be alive. Ah, wait! That look in your eye. I know exactly what visions of Minsk you have seen to cause you such wonder. My pants. Thrice laced, in the Rushamar style, so that a berserker might split skulls without fear of splitting bridges, too. They are fiendishly complex, but fear not for Minsk. With training, he has learned to master the many little knots.
Ja, natürlich hat Minz das alles gemacht, Mann. Er war einer der Companions in Teil 1 und 2 und es ist einfach unbeschreiblich, unbeschreiblich, nicht in Worte zu fassen, wie unfassbar krass, stark die Heldentruppe am Ende von dem Addon von Baldur's Gate 2 ist. Die sind allesamt, jeder Einzelne in der Gruppe, allesamt mehr als Demigötter. Keine Götter, aber Demigötter, locker. Unbesiegbare Kampfmutantenmaschinen, die dann noch gegen viel stärkere Gegner in den Kampf gezogen sind. Also wenn ihr Power Level, Power Fantasy haben wollt, müsst ihr Baldur's Gate 2 spielen. Was wir da abgezogen haben, besonders in dem Gefängnis von Helm, das war übelste Sahne, Dicker. Was für Waffen und Ausrüstungen man da besessen hat, boah, das gibt's in der 5. Edition gar nicht. Vergesst eure Hosen. Well, as have you, no? Do not forget that when you gaze into Minsk, Minsk also gazes into you. We both fight evil, wherever it is found. The who and where are less important than the hamsters you meet along the way. On this matter of sharing memories, I see no reason for us to worry at one another's worms. If there is more we wish to know, we can simply ask, no? Aber natürlich. Exactly so. If I must peer into the mind of my enemy, I use an axe. For friends, there is ale. No, my friend. If you fear you have a question that Minsk cannot answer, then you can simply ask Boo. Ich würde gerne mehr über euch wissen. Ich würde so gerne mit Boo reden können. Ich möchte wissen, ob das ein verdammtes Wesen ist oder ob das wirklich ein Hamster ist. There is more than a little to know, I think. I am huge. Oh, ich krieg keine ehrliche Antwort von Minsk. Das ist Zeitverschwendung, aber hört's euch einfach an, was er über den Hamster zu sagen hat. Well, Boo, explain yourself. Clear enough? Boo has a way with words that we lack. All that space in the cheeks, I am thinking. Ich habe eine Idee. Wir versuchen das Gespräch jetzt mal ganz schnell zu beenden und fangen es dann nochmal an. Aber ich werde zwischendurch einen Trank trinken, das Sprechen mit Tieren ermöglicht. Ansonsten könnte man sich auch noch auf einen Druiden umskillen und hoffen, dass man dann mehr versteht oder erkennt, dass Boo kein echter Hamster ist, sondern vielleicht ein Patron, ein Schutzpatron oder sowas für Minsk. Von einer Gottheit oder einer Fee an seine Seite gestellt, um ihn zu lenken, zu steuern, zu beeinflussen. Was ja durchaus vorkommt. Ja, 28.000 Goldonen, das ist schon echt ein ganz schön schwerer Batzen. Wo sind denn hier die... Warum sehe ich die nicht? Oh. Aber hier unten ist es nicht. Das ist eine schlanke, dünne Flasche. Da. You
to speak of the last time Minsk stood watch? The snoring, it was Boo. Ich wüsste gerne ein wenig mehr über euch. Minsk is an open book with many pretty pictures. Was ist mit dem Hamster? Well, Boo, explain yourself. Scheiße. Clear enough? Aha, ich kann eigentlich mit Tieren sprechen, aber warum verstehe ich ihn nicht? Can you not? Do you not see his noble bearing? The deep wells of wisdom that are his eyes? Boo speaks of much. Perhaps one day you will be ready to listen. Genug der Witze. There is nothing jestful in the bond between a ranger and his companion. Before Boo, I was a typical berserker of Rashomon. Duty-bound and full of my own seriousness. The problem with one so gazing of their navel, however, they are easily ambushed. Brigands split my skull like a sodden wineskin. It was as I recovered that Boo first appeared. He told me that I had felt the great poking finger of justice, marking Minsk as its champion and Boo as my guide. As for the headache, well, justice cannot always afford to be gentle. Das wusste ich gar nicht, dass du mal fast gestorben bist. Ihr habt den Verstand verloren und eine Ratte aufgesammelt. Verstehe. Vielleicht traut ihr mir eines Tages genug, um mir die Wahrgeschichte zu erzählen. Nein. Nein. Real? Boo, I think our friend has suffered a head wound of her own. Now, shall we away? My boots crave the crunch of unvirtuous nethers. Minsk shall be your shadow, as... This city reeks of evil. Or perhaps Boo just needs to be... Das ist ernsthaft ein Waldläufer. Guck mal, Geschicklichkeit ganz hoch. So habe ich Minsk nie gespielt im ersten und zweiten Teil. Man kann ihn so spielen, aber Max Stärke, die größte Rüstung, die er tragen kann, zwei Einhandwaffen und dann Berserker und nach vorne schicken. Das ist die Spezialisierung, von der ich sprach, die Krieger und Waldläufer annehmen können. Na, mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Jäger? Nein. Düsterpirscher. Stärkste Ranger, eine der stärksten Klassen in der ganzen 5. Edition. Aber ich glaube nicht, dass der gut umgesetzt ist in dem Videospiel. Dornhagel oder der fesselnde Schlag. Angriffswürfe gegen die Kreatur sind im Vorteil. Ich mach den fesselnden Schlag. Und da hätten wir gerne den Hordenbrecher, glaube ich. Weil der Riesentöter kommt zu selten.
Wenn du dich eine Kreatur von mindestens größerer Größe angreift, kannst du deine Reaktion einsetzen, um einen Nahkampfangriff auszuführen. Du musst die Kreatur sehen können und sie muss sich innerhalb von... Das ist wirklich Riesentöter, ist nett, weil du einfach nochmal angreifen kannst. Aber kommt zu selten. Eigentlich gibt es 5. Wieso werden hier nur 3 angegeben? Kolossal-Typ ist auch. Einmal pro Zug verursacht dein Angriff mit einer Waffe zusätzlichen Schaden, wenn das Ziel weniger Trefferpunkte als seine maximalen besitzt. Ist zwar ganz nett, ne? Dass du das pro Zug machen kannst. Aber das passiert halt häufiger. Scheiße, der Typ ist ja auch auf Geschicklichkeit geskillt. Ah, das ist ja... Ich habe nicht so viele Geschicklichkeitswaffen für ihn. Aber wir skillen ihn gleich, glaube ich, dann. Steinhaut. Ah, es ist Rindenhaut. Mano. Dunkelsicht ist nett. Aber er hat doch schon Zeichen des Jägers, oder nicht? Scheinbar nicht. Warum kann ich denn hier nur so wenig auswählen? Das Studium von Taktiken und Fähigkeiten bestimmter Kreaturen hat dir groß Bandbreite an Fähigkeiten verliehen, die in verschiedene Situationen von Nutzen sind. Kopfgeldjäger. Du bist in Nachforschung geübt. Kreaturen, die du mit fesselnder Schlag, entweder Fernkampf oder Nahkampf triffst, sind in deinem Rettungswurf im Nachteil. Hüter des Schleiers. Du bist darauf spezialisiert, Kreaturen von anderen Existenzebenen zu jagen. Du bist in Arkane Kunde geübt und kannst Schutz vor Gut und Böse wirken. Du hast geschworen, eine Krone oder Nation zu dienen und ihren Feinden zu vernichten. Du bist in Geschichte geübt, mit schweren Rüstungen geübt. Das ist ganz schön krass. Leck mich am Arsch. Du hast geschworen, Feinde eines heiligen oder druidischen Ordens zu jagen. Du bist in Religion geübt und hast heilige Flamme wirken. Altläufer können keine schwere Rüstung nämlich tragen normalerweise. Ja, jetzt nehmen wir natürlich Städtisch, weil wir sind hier in Baldur's Gate die ganze Zeit. Es ist einfach so, gehört sich Minsk einfach nicht. Defensive Taktiken, der Horde entkommen. Gelegenheitsangriffe gegen dich sind im Nachteil. Eiserner Wille, deine unerschütterliche Entschlossenheit lässt sich bei Rettungswürfen gegen den Zustand verängstigt im Vorteil sein. Wenn ein Gegner dich angreift, gilt für ihn bis zum Ende seines nächsten Zugs ein Malus von -4 auf zusätzliche Angriffswürfe gegen dich. Mega geil. Mega geil. Schwieriges Gelände verlangsamt mich nicht mehr. Jetzt müssten wir auch den Zweiwaffenkämpfer nehmen. Du kannst mit zwei Waffen kämpfen, auch wenn sie nicht leicht sind. Du erhältst einen Bonus auf +1 auf deine Rüstungsklasse, wenn du in beiden Händen hier eine Nahkampfwaffe führst. Du kannst nicht mehr als 2 schwere Waffen kämpfen.
Bei schweren Waffen ist kein Kampf mit zwei Waffen möglich. Oh, jetzt wird's langsam interessant. Zauber sind noch ein bisschen anders. Die decken sich viel mit Druiden und mit Klerikerzaubern. Tarnung. Tarne dich in der Umgebung, um unsichtbar zu werden und deinen Bonus von plus 10 auf Heimlichkeit zu erhalten, solange du dich nicht bewegst. Kopfgeldjäger. Machen wir mal Resistenz gegen Feuer, wobei Gift jetzt in der Kampagne wahrscheinlich häufiger vorkommt, aber Feuer kommt in der D&D-Welt einfach am häufigsten vor. Salve verschießt einen Hagel von magischem Breitkopf und Nadelpfeilen auf Feinde in der Nähe. Wirbelnder Angriff, dreh dich in einen mehrfachen Wirbel und trifft alle Gegner. Tageslicht. Auf ein Viertel reduziert. Und Tote haben im Tageslicht Nachteil, eigentlich. Ich weiß nicht, ob sie das hier umgesetzt haben. Aber das brauche ich nicht, weil ich das Blut von der Thunder habe. So, Minsk, dann komm mal hierher. Wir müssen ihn gleich umskillen. Aber wir machen das alles genauso wie, wie eben gerade auch schon. Deswegen wird das nicht unbedingt lange dauern. Schön wieder seine Stimme zu hören, muss ich ehrlich sagen. Bezauberte oder verängstigt eine Kreatur, um einen Bonus Angriffswürfe gegen sie zu erhalten. Das ist doch mit Fernkampfwaffe, genau wie das. Das ist ja schade. Gut, wissen wir es beim nächsten Mal besser. Elementarresistenz. Die Rüstung wollte ich ja eigentlich Minz geben. Gott, sieht die Scheiße aus. Der hat extrem viel Rüstung, weil ihm die Waffe den vollen Geschicklichkeitsmodifier gibt. Die Rüstung. 19.
krass, ne? Na, eventuell sollten wir ihm gar keine schwere Rüstung dann geben. Beim Skillen müssen wir das beachten. Wo sind denn meine ganzen krassen Langschwerter? Habe ich die alle verkauft? Das kann nämlich gut sein. Ich hatte doch plus 2er Langschwerter. Wo sind die denn hin? Den zweiten Ring haben wir gar nicht mehr gesucht auf dem Friedhof. Fällt mir gerade mal so ein. Das sind Dolche und Zweihänderwaffen. Justice, truth, and the virtuous boot. Wo sind die zwei Handschwerter hin? Die Langschwerter alle hin. So, Menzkern, zeig nochmal eben. Evil hides and Boo seeks. So, in der zweiten Edition mit Minsk war das so, dass er als Ranger Was ist das denn? Level 1, hier hat er Attribute, Alter, die er gar nicht haben darf. Steel sharp, hamster hungry. Ja, er kann nicht berserken. Wo sind denn diese ganzen krassen Schwerter hin, die ich hatte? Adventure, violence. I shall be here in thy camp for whenever thou hast as thou. Ich will was gucken, Freunde. Der Magierbrecher kann bleiben. Das macht alles keinen Sinn. Das macht so keinen Sinn, tatsächlich. Also, mit Langschwertern wird das nichts. Wir müssen ihm dann Rapiere geben, dass er mit zwei Rapieren kämpft in seinem Geschicklichkeitswurf. Aber Rapiere wachsen halt nicht auf Bäumen. Will hat einen guten, ja, das stimmt. Intelligenz, ey. Wo ist denn dieser andere Rapier? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, aber der lag hier jetzt auch nicht mehr. Wir hatten noch einen anderen richtig guten.
Die Waffen stehen ihm einfach nicht. Butt level. Butt level. Better for the kicking. Still this patter of Pazbu. We must be quiet. Let us tread soft and sure as hunting hamsters. I am so very stealthy. Let us tread soft and sure as hunting hamsters. Hier lag eben noch was, was mir gefallen hatte. Who wants a little look inside? Da. Gut, pass auf, Minsk, das funktioniert so nicht. I will speak. Boo's breath still reeks of evil's rum. Thou walkest alone. On all the love is no domain of mine. But it is often cited as the pan. Fate, dost thou require a new ally? Oh, as the. Stimmt, die beiden Kinder müssen wir noch suchen. Ja, viel besser so. Ich will ihn halt bei mir haben, Minsk. Ich möchte ein bisschen Abenteuer mit ihm erleben. Und da muss er halt eine bestimmte Rolle erfüllen. Und wir haben nicht die Ausrüstung, zumindest nicht die Waffen gerade, um, Where Boo leads, Minsk follows. Um Minsk irgendwie so auszustatten, dass er als Waldläufer im Nahkampf gut dasteht. Und ich habe ihn damals halt auch immer als Nahkämpfer Berserker gespielt. Gar keine Piercings. Meisterschaft mit schweren Waffen. Kann man als Barbar direkt machen. Weil man hat Reckless Attack. Was hatten wir da nochmal genommen? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Vorteil bei Stärke werfen, ja. Wir hätten Konstitution auch schon früher hochscalen können, theoretisch. Wahrnehmung im Vorteil, das ist echt geil. So, Minsk, jetzt gehen wir erstmal zu der Gilde, so wie du bist. Wie machen wir das denn? Basiliskentor war das, ne?
Plan war das direkt hier rein. Es ist Shahira nicht dabei. Weil ich Gale mitgenommen habe. Das ist schlecht. Scheiße, die hätte doch mitgemusst jetzt für das, für den Teil. Na, ah, so ein Dreck. Na Moment, wo ich schon gerade hier drin bin. Hau ab. Jetzt behalten wir noch. So, das nochmal eben schnell. Und dann können wir ganz kurz doch nochmal Geld zurücklassen. Aber das geht schnell. Zum Glück fast keine Ladezeiten. Weil der Bereich ist jetzt ja schon im Zwischenspeicher. Ja, Hera sollte einmal kurz mitkommen dafür. Minsk seems quite the enthusiastic ally. I question the wisdom of that. I'll be. If not over, then through. Jetzt bin ich doch wieder überladen? Warum? Doch eben. Ich darf nicht überladen sein. Ich hab doch. Wie hartnäckig der behauptet, ich sei überladen. What is it, Cap? Gewöhn dich nicht dran, Yahira. Es ist nur eine Vierergruppe bei Baldur's Gate 3. Es ist kein Platz für dich. Ich wirke jetzt mal die Buffs nicht. Ich will gleich wieder Gale mitnehmen. Und dann kann ich auch die Buffs wirken. Aber es beruhigt mich in Anführungszeichen zu sehen, dass diese Rüstung auch an Minsk total scheiße aussieht. Also, du wirst gleich angegriffen, Mäuschen. Nur, dass du es weißt. Deswegen bin ich hier. Wird sie schon angegriffen? Wo ist sie denn? What's all this now, Zen? The city's ransom I'm paying you, not enough. What has you sneaking around? Oh. Minsk does not sneak, Queen Cuthbert. He follows a direct line from boot to butt. Turning the Zentarim on me with my own coin. A dramatic entrance to land the killing blow yourself. I'll give you this, Stone Lord. You've got style. Minsk has no such style. We are here to cleanse the Zentish taint, not to rub it all the deeper. You expect me to believe that you're here to help me? Ja, zumindest gegen die Zents. Helping first and harming after. Justice dines on a set menu, Nine Fingers. And who will be having seconds? Don't let the hamster nibble on anything valuable. We might just get along, Stone Lord. Come then. There are visitors in my guild hall. I'd be a poor host to keep them waiting. Easy. Any guild member strikes the first blow, it won't be the Zentarim that kills them. Verstehe ich jetzt nicht. Was ist hier los? Pick your marks. The moment will come. Ach so, wir waren nicht nah genug dran. Jetzt verstehe ich das. Hast du den... Auszeit! Auszeit!
Womit wirft die Bitch? Wirft die mit Dolchen? Ist das jetzt etwa eine valide Skillung? Die gab's. Es gab viele Charaktere in Baldur's Gate 2, die geworfen haben. Sie hat einen Dolch geworfen. Ja. Wurfschaden ist gerade mal eine 2. Plus 5 Geschicklichkeitsmodifier und plus 24, 5d6 Stichschaden durch das plus 8 der Dolchwerfer. Wie hat sie das gemacht? Ich muss auch einen Dolch werfen. Shadowheart? Die Dolche sind bei Carla. Machen wir. Wir behalten das auf dem Zettel. Aus dem Stand über Minsk gesprungen. Ich könnte das nicht. Und sie macht 7 mit einem kritischen Treffer. Warum? Aha, Nö. Nö. Ach, das ist ein Gegner. Ich glaube, du musst da runter. Es sind 4 Gegner da unten. My hamster hears and I obey. Schade, wir haben keine Aktionen mehr für Berserkerrausch oder ähnliches. Warum springst du denn noch? Jetzt können wir nicht mal... Keine Reaktion? Meine ich doch. Das sind 3 Centerims da unten, ne? Ist zu groß, damit treffe ich die anderen auch. Moment. Damit treffe ich die nicht. Die Gegner? Die gelben? Sieht so aus. Aber so richtig riskieren will ich das jetzt auch nicht. Verfeuern wir sonst einen Zauber-Zweier-Slot. Schon irgendetwas kaputt hier? Fast kaputt. 2 davon. Und 1 da rein. Kritischer Fehlschlag bei 95%iger Trefferwahrscheinlichkeit, Mann. Und ich habe da schon 2 drauf gemacht, weißt du das? Und jetzt hat das Ding immer noch 1 HP übrig.
Ja, Krieger und ihr Tatendrang. Ach, Alter, das Ding hat ein HP. Die Sterbende da auf dem Boden könnte badische Inspiration vertragen, sage ich dir. Spurten. Klar, lass sie liegen, die Alte. Also vielleicht gehört ihr auch ausgestorben, so schlecht wie ihr kämpft. Also ich glaube, ja, Hera kann hier komplett durchdrehen, weil ich nicht vorhab, sie zu behalten. Hauptsache, sie beschädigt auch Gelbe damit. Todeswolke, Alter, das wäre jetzt ein Spaß. Ah, warum bist du nicht Gale? Ich hab dich mitgenommen, weil ich dachte, du hättest hier noch was zu sagen. Ach, vielleicht hat sie es noch nach dem Kampf. Nee, auch ganz schlecht. Was ist denn da? Denkst du, es ist wirklich schlau, sich dahin zu stellen? Das Shadowheart ist schon wieder verängstigt. Meine Fresse, alter Schwede, 81%! Tja. Nö. Der Kleine ist übel, Alter. Und warum spurtest du jetzt? Oh Gott, die sind alle so dumm. Das ist wirklich, das macht mich wahnsinnig. Warum machst du denn den Bogenschützen nicht fertig, Mann? Nö. Genau so erinnere ich mich an Lensk, mit so einem Lachen. Oh ja. Okay, jetzt klettert sie hoch. Schade. Ich glaube, das wäre es jetzt gewesen, glaube ich. Ja, 11 hatte sie. Das hätte schon der Kill sein können. Diese sieht nix. Motivieren wir ihn mal, hierher zu kommen. Ja.
Gleich stirbt ihre Anführerin, wenn die hier weiter ihre Zeit verschwenden. Und jetzt den da. Jo, Bragera. Kein Nebelschritt. Das ist natürlich schlecht. Aber die wachsen ja auch nicht auf Bäumen, also ich kann ja das nicht. Bring me into battle. Die Artefakte sind weise verteilt mit Nebelschrittfunktion. Vermisst man dann auch schmerzlich, wenn man sie plötzlich nicht mehr hat. Boah, das trifft dann wieder beide, Alter. Wie nervig. Hinter sie. Oh. Hinter sie, genau. Oh Gott, macht die viel Schaden, Alter. Das ist verrückt. Hättest du das mal früher gemacht? Deiner Bonusaktion kannst du, glaube ich, nichts weiter reißen. Doch. See how my skull shines? It is so you might see the fear in your own eyes. Geiler Spruch. Not enough gold, you know. Back to work. There's a mess needs cleaning. Ich will das Ding looten. Something good here, I hope. Ich glaube, dass der was Geiles hatte. Auf Rogan ist kein Verlass mehr. Ich mache euch zum neuen Verantwortlichen für die Lieferungen an die südlichen Distrikt wirksam zum nächsten 10 Tage. Es sei denn, Rogan trifft schon vorher sein. Das wollen wir verkaufen. Die darf ich auch looten, das ist aber nett. My boot craves the crunch of a virtuous nethers. Looten wir mal ganz, ganz schnell. Ihr wisst ja, es nervt zwar ein bisschen manchmal so, dieses ganze Gelaufe, weil es auch so ewig viel Zeit verschwendet, aber... Wir brauchen das Geld. Das schieben wir Minsk zu. Das kann er alles verkaufen gleich. Weil tragen kann der Typ ja praktisch schon endlich viel. Vielleicht. Ah, hier. Du kannst das Ding mal nachher werfen. So, die Dolche darf ich nicht nehmen, ne? Nee. Ach, wir haben noch bewusstlos schlagen drin. Ist okay. Kann ich gleich rausnehmen.
Every kicked buttock, another step on the path. Cometh the hour, cometh the hamster. I know where the show's gonna be great. Fetcher isn't himself, so I'm running the shop. You buying or selling? Habe ich jetzt schon oft überlegt, ob man sich das holt. Macht für Assassinen natürlich am meisten Sinn. Weil die in der Regel den Kampf eröffnen sollten im getarnten Zustand. Dann richten sie nämlich besonders viel Schaden an. Gib mir mal die Dolche wieder. Ich möchte die dann vielleicht doch werfen können mit Shadowheart. Echt nur im getarnten Zustand. Ja. Ansonsten wäre der Umhang irre. Um das mal mechanisch zu übersetzen, das wären einfach 5% mehr Crit und ihr könnt euch ja alle ausrechnen, wie wertvoll sowas ist. So, wir müssen speichern. Ich habe keinen Bock, dass Minx jetzt hier loslegt und die Leute anfängt umzubringen. Zenta down. Just you and me now, Stone Lord. So if you mean to take my chair, you'll get no better chance than this. Minsk has no interest in your furniture, Nine Fingers. Only in the wicked rump that fills it. What? You have been a stone in this city's boot for too long. And it will be no Stone Lord who reaches twixt border and sticky toes to dislodge you. It will be Minsk! I haven't got the slightest idea what he's trying to say. Proof that he is back to normal, no? So benimmt er sich, seit ich ihm Vernunft eingebläut habe. Ich erkläre ja mal alles. A bizarre tale. But it fits this idiot somehow. But if he's back to himself. Good. I'd rather you die as Minsk the mad Rashimar. It's silly, but do you know? You were something of a hero of mine when I was young. Even now your tongue twists the truth. When you were young and ten-fingered still, Minsk and Bu were stone. Instatuated on a city square. Aye. I remember the spot. By a garden on the wide. A soft thicket near the market with ample pockets to pick. Celestia itself to a street rat looking for shelter. You might not have been wrestling monsters, but you kept the wind and the rain off. Heroic enough for me. You tried to dampen Boo's eyes. Do not think you will be spared his teeth. Evil is evil, even if it was once innocent. Oh, I'm no innocent. But evil? Well, you tell me. With the Fist, the Watch, and the Council itself all licking the Absolute's boots, who's the only one left standing to protect Baldur's Gate? She's right, Minsk. She's been an ally down through the years. A friend, even. A friend? Jahira, who cannot believe his ears? Vorsicht mit solchen Worten. Has the city fallen so far in our absence? Are there no heroes left? Heroes come and go. But the Guild has always been here, protecting the city. Until the Stone Lord came to break us. Bei Minsk muss man halt mit sowas ganz vorsichtig sein. Der haut halt einfach zu. Der ist komplett nur Instinkt gesteuert. Ein Dieb ist ein Dieb für ihn. Für die Geschichtsbücher wird der Steinfürst der viel größere Schurke sein als Neunfinger. Macht es nicht noch schlimmer? Sie hat recht, die Gilde wird für die Stadt kämpfen. Wir müssen sie nur lassen. Wenn ihr Freund und Feind nicht unterscheiden könnt, dann seid ihr... Vielleicht gar kein Held, Minsk. Nun, Waldläufer, ihr könnt mich immer
all eure Wishala überlassen. Trefft eure Wahl. Ich habe ja gespeichert, oder? Keine Ahnung, ich speichere lieber nochmal. Ich möchte, dass Minsk von alleine klarkommt. Kritischer Erfolg. Jahira says she is no Iglaren. Perhaps not. But if she says I should not honor, defend and listen to her, it is the only time she has ever been wrong. If she trusts in Nine Fingers, if you do, then so will Minsk. But that means the things Minsk has done. I am shamed. Nadeshka, unworthy to fight alongside my friends. Ooh, what am I to do? I can't speak for your rodent, but I know something of debts. If you reckon you've got one to repay, well, we could always work together. With you? Minsk has no lust for gold. That he would shake grandmothers by their ankles or set Boo nibbling at their purse strings. I'm not talking about that. We've both got bigger enemies than one another. The city's enemies. And Tyr's honest truth, you gave my guild the wake-up call it needed. We've grown complacent, lazy, too sure of our standing. We never would have needed the Zent if we'd had a fighting force of our own. Swords for the city when the Watch and the Fist fail us. Like a berserker lodge of my homeland. No army or militia serving the local lords, but heroes working for the common good. Heroes? Sure. Very well. Minsk and Boo accept. I'm sorry, you what? Boo and I will be your berserker lodge, taking the ugly ways of your guild and beating them into a more virtuous shape. That's not even slightly what I was saying. I wasn't asking. You are right. I have proven myself unworthy. I cannot serve the city. I was so easily turned against it. If I do not know my own mind, perhaps I no longer know what is good. Vorsicht mit der zweiten Option, Minsk. In einem bin ich sicher, wenn ihr etwas wisst, dann doch was Gutes. Dann rammt er den Speer der Alten einmal quer durchs Gesicht. Minsk, in einem bin ich mir sicher, wenn ihr etwas wisst, dann doch was Gutes. Machen wir einfach Bu. Bu! Boo! Kingpin Boo! My friend, your wisdom is vast and unknowable as the Rashimi High Country. What say you, Boo? When the Absolute is slain, shall we join Nine Fingers Keen and show her the ways of goodness? You did say he was your hero, Estelle. Maybe you'll learn something. Oh, can't we just go back to killing one another instead? All right, fine. Let's leave this particular fight for when the actual war is won, shall we? With the Stone Lord off my back, I'll be able to bring my people out of hiding. Cobble together a force so we're ready when you call on us. You have my thanks. Though, I'm still not actually sure you haven't made my life that little bit harder. Ah, ihr Gesichtsausdruck ist einfach... Dieses Es ist einfach Gold wert. Ja. Ah, so ist das mit Minsk. Ist nicht immer einfach. Wir gehen heute mal hier raus. So, wir haben jetzt also wieder eine Verbündete gewonnen, obwohl das gar nicht die Absicht war, aber... Sure. Give it her! So, wir wollen zurück ins Lager und Oma dort parken. Da hat sich dann weich und bequem, kann sich kein Knöchel verstauen.
What is it, Cub? Kleinchen. Huh. Not so much a term of age or affection as simple old habit. You object? Nur wenn ich dich Krähe nennen darf. Ich bin schon schlimmer beleidigt worden. Hä? Alle Optionen sind blöd. Was ist denn hier die harmloseste Antwort? Nur wenn ich euch Krähe nennen darf? Nein. And will be again. But now I shall mutter them under my breath. Out of respect. You're sure? Oh, but speak. You're sure? Ja, es hat mich verklickt, Yahera. Mann, ich bleib jetzt hier. Hölle. Wie anstrengend. Geile Gale. Hardly the noblest comp. Und wir wollen zum Hafenstrand. Das Spiel hat eine ganz schön offene Form angenommen. Ne? Man war ganz schön storygeleitet in Akt 1 und 2, was sehr geil war. Wobei Akt 1 war relativ offen und trotzdem storygeleitet. Eine geile Mischung. Akt 2 war dann eher ein kleines bisschen kompakterer und war auch sehr intensiv. Hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt sind wir hier und es ist ziemlich offen. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir können auch direkt einfach hochgehen und die Typen umbringen. Oder es zumindest versuchen, ohne seine Stahlwache auszuschalten. Ich finde das eigentlich ganz geil. Aber ich würde jetzt als nächstes, glaube ich, Astarions Quest machen, damit wir ein bisschen mit Minsk durch die Gegend reisen. Weil ich glaube, das hier, da sollte ich Karlach mitnehmen bei der Gießerei. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir dort eventuell etwas über die Maschine von Karlach lernen könnten. Und ich glaube, sie wäre schon ganz gerne dabei, wenn das passiert. Blöd, dass wir so weit laufen müssen. Und wir wissen noch immer nicht, wem die Karawanentruhe eigentlich zugestellt werden muss. Aber wenn das doch die Sentarim sind, dann kriegen sie es nicht. Dann töte ich den Spasti selbst. Den Bewahrer. Glubschi. So, wir haben die 1000 Coins. Oh, bitte. Hoffentlich. Hoffentlich sind die nicht bei Karlach im Inventar. Und wenn doch, dann kriegt er die 10.000 von mir und ich nehme sie dann bei Karlach aus dem Inventar raus. Why, you? What in Shosh in Shadows have you come back for? You have been the subject of many wrinkled brows between my hamster and I, Sir Banker Beard. On the one hand, you are clearly evil and deserving of a mouthful of righteous knuckle. But on the other hand, the one in which Boo sits and pleads your case. At the time of our last meeting, Minsk was the evil one. So, we are not agreed on whether we will return here and feed you to a mimic yet. I see. Well, by all means, keep me up to date. Ich habe das Geld von Ihr habt das Geld von Unschuldigen verloren. Die Gilde sollte einen Teil ihres Kosten berappern. Warte mal. Ist die Gilde wirklich schuld dran? Lass mich mal kurz überlegen. Sie haben mit Nine Fingers zusammengearbeitet. Und wollten Minsk in den Tresor sperren in der Truhe. Hm.
glaube nicht, dass die unbedingt schuld dran sind, aber ich nehme das trotzdem die 1. Oh, you're serious. Maybe you don't have a head for accounting, but that's not quite how numbers work. These large numbers, they wrinkle Minsk's brow and bring a soreness to his skull. Make them smaller, please. Nee, einschüchtern ist immer die falsche Sache. Nee, ich will ihn nicht bedrohen, überzeugen. Viele Bürger leiden, ihr könnt der sein, der das ausgelöst hat oder der ihnen geholfen hat. Ein solides Argument, wie ich finde. Stufe 3 Zauber, ne? Ah, gerade so auf eine 20 gekommen. Oh, enough. Should I wash the feet of every beggar down by the docks too? Fine. I'll pull in some debts with other guild kingpins. I can cover maybe half of what's lost. But I need something back. Understand? And not even a whisker light. God, you're a boring bastard. Me too, I suppose. Because I'm not even tempted to scam you. Take this vault key. You'll find something by way of thanks inside. Hab ich schon gestohlen? Ja, jetzt krieg ich 2000! Bruh. Ist das der Schlüssel? Moment. Neueste? Hm? Wer hat ihn denn gekriegt? Neueste? Justice walks on 4 feet and sleeps in my boot. Wretched thing, pull yourself together. Naja. Swift as my feet can carry me. Ich glaube, es handelt sich um das, was ich schon gestohlen habe. Oh, Moment. Nein, nein, nein. Oh, hier sind echt viele, ey. Krass, die würde ich alle gerne mal aufmachen. Wieso ist das denn nicht verboten, die aufzumachen? Ist das ein Fehler im Spiel? Schau mal, das ist nicht verboten. Das verstehe ich nicht. Wieso ist das nicht verboten? Hä? Maybe Nina still needs a crack. What do you think you're... Come on. Karma working in a bloody festival. What bloody difference does it make? Krass. Ich such was. Opa, ich such was. Ich bin gleich fertig. Bruh. Das lohnt sich. Wir wollen jetzt alle knacken. Bruh. Well, my prayers weren't much bloody use. Another, is it? Oh, good on you, mate. Bloody better not be coming out of my wages. Ach du Scheiße.
Das ist Gortash, seine. Der Notizen zu Gortash privaten Memoir. Der Raub des Astralprismas. Nach meinem Traum, dass die Gefährte unseren beschleunigten großen Plan bedrohten, führten mich meine Forschungen in ein altes Archive, welche die hohe Herolde in den Türmen des Mondaufgangs zurückgelassen haben. In diesen Unterlagen fanden sich auch erstaunlich frühe Quellen von Gichanki, ebenso wie Gitzerei, in denen ein Relikt oder ein Artefakt erwähnt wird, welches Astralgefängnis oder Astralprisma genannt wird. Über die Quelle seiner Macht war nichts zu finden, doch dieses Artefakt soll angeblich ein Feld projizieren können, welches die Psionik der Elitiden stört. Ein solches Artefakt wäre offenkundig existenzielle Gefahr für unsere Ambitionen mit der Absoluten sowie für die großen Plan. Alle drei der alten Quellen stimmen überein. Astralprisma in den Händen der Gichanki Lichtkönigin lag ich befindet, so entstand der Plan, einen belarvten Angriffstrupp in einem neuen erwachsenen Nautiloiden auszuschicken, gesteuert vom Imperator, um Vlakif das Astralprisma zu stehlen. Deswegen haben die Gifjankis die verfolgt. Das erklärt alles. Ich habe mich schon immer gefragt, warum da dieses komische Schiff durch die Gegend pimmelt und Sachen rumnervt. Die haben Vlakif angegriffen. Das nehmen wir mit. Anmut der Katze hält bis zur Langrast. Das ist ja riesig. Nö. Erpressungsdokumente. Familie Harvey, Geld aus Immobiliengeschäften in Ober- und Wir nehmen das mal mit. Warum lassen die mich das hier machen? Ich verstehe das gar nicht. Hatte Karl auch die ganzen Scheiß Dietrich hier bei sich? Why don't I just bloody give you the keys, eh? You could take my office. Schade. Ich hatte gehofft, wir kommen ein bisschen weiter, ohne zu laden. Also das hinten linkste, das ist wirklich spannend, aber ich brauche das grundsätzlich nicht. Ich lade das alles nochmal. Die drei Dinger will ich noch aufmachen, wenn da jetzt wirklich eine legendäre Waffe drin liegt, dann... Ah, dann... Oder eine legendäre Rüstung, dann lasse ich die schon mitgehen, weil das scheinbar keine Konsequenzen hat. Aber wie geil, dass wir das aufgeknackt und gelesen haben. Der Nautiloid war entsendet worden von den drei Idioten, um Vlakif das Prisma zu stehlen und haben dabei alles verkackt. Hätten sie alles so gelassen, wie es, wären die Gefjanki nie angespitzt worden. Vlakif wäre nicht durchgedreht und die hätten einfach mal das Risiko gar nicht erst gehabt. Diese Vollidioten. Und jetzt ist das Prisma in unseren Händen. Meine Fickfresse, das ist ja der Hammer. Warum Char das Prisma haben wollte, erschließt sich mir allerdings nicht. Person beherrschen ist ganz nett. Oh, das ist gut, das ist echt gut. Einfach mal einen Zaubergrad kriegen. Besonders für Klassen wie Warlocks oder Ranger, die nicht so viele Zauberslots haben, ist das natürlich großartig, wenn sie über Zauber verfügen. Übelst, Alter. Übelst. Vorteil beim Überzeugen und Täuschen. Das ist ja so krass. Das wäre im Pen and Paper Format unglaublich. Ich würde das nie wieder ausziehen. Aber wir haben hier die Macht von F5, F8. Meh. Meh. Ich sag mal meh. Ja, viel Geld, aber das gehört ja auch jemandem.
Komm, wir lassen alles zu, wie es ist. Soweit, meine Lieben, machen wir hier mal einfach Schluss. Und in der nächsten Episode gehen wir dann vielleicht zu den Vampiren. Oder tun Minskons raus und gehen mit Karlach zu der Stadtwache. Und zerstören die. Mal gucken. Soweit, meine Lieben, soll es das aber für heute gewesen sein. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.